Julien Boss aka Julians Blog kehrte am 11. September mit seiner Neuauflage seines Songs 11. September zurück ins Licht der Scheinwerfer. Der Song, den ich für euch schon lyrisch analysiert habe, ist durchzogen mit schwarzem Humor, den nicht jeder teilt. Jetzt gab es den ersten Deutschrapper, der auf den Song von Julien Boss in einem Kommentar reacted hat. Es war kein geringerer als MC Halsbonbon Jack von Crack. Er kommentierte in meiner Community-Funktion bei YouTube den Track von Julien folgendermaßen. Monotoner Flow, richtig boring. Hook irgendwie lasch. Generell fehlt der Druck. Er rappt halt immer noch genauso wie bei seinem letzten 11. September-Song. Wobei ich sagen muss, den ersten finde ich sogar noch unterhaltsamer. Was sagt ihr zu der Kritik von Mr. Crackhausen? Geht ihr damit? Ich fand's persönlich nostalgisch. Lyrisch waren einige sehr nice Punchlines dabei und auch videotechnisch war es ein gut durchgeplantes Storytelling der Jungs vom Wasp MP4. Für die Interaktion machen wir es mal wie Julien im JCC. Wofür würdet ihr Julien 10% geben? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich verlinke euch die Analyse zu 11. September hier und nochmal unten in der Videobeschreibung. Und für alle, die wissen wollen, welcher Goldrapper meine Punchline-Bibel bekommen hat, einfach den Überraschungslink in der Videobeschreibung anklicken. Danke fürs Reinklicken.